Heyo, Guys, und willkommen zu Batman Arkham Knight. Mein Name ist Rockstar. Ich bin Saul. Und ja, heute schließen wir Pinguin ab. Das war sehr schön. Ja, sehr synchron. Ich sag ja, wir hängen zu viel ab. So, hier, du musst nach oben wieder. Ja, und vielleicht schaffen wir es sogar noch Two-Face zu beenden. Oh, nur vielleicht. Mal schauen. Schauen wir mal. Es geschieht erneut, Bats. Erst lässt du Jason Todd sterben. Jetzt tritt der alte Dick seinem Schöpfer gegen. Muss dich ducken. Ich weiß, was du denkst. Du hast recht. Es ist alles deine Schuld. Man sollte dir eine Gefahrenwarnung aufnehmen. Nee, das war's nicht. RB. R1. R1. Ja. So, dann fahr mal zu Dicky. Dicky Grayson. Ist auch sehr lustig, weil eigentlich ist es ja so, dass Tim 12 war, wo Barbara 18 war. Okay. Also da kannst du den Alters... Nee, du musst... Dein Auto wird angegriffen. Da ist nämlich noch ein Panzer. Den kannst du mal eben ausschalten. Und weg ist er. Da kommen noch mehr Panzer. So muss das. Das ist die scheiß Fledermaus. Aha. Da sehen wir wieder einen Joker. Mittlerweile sind sie sogar, auch wenn du recht nah dran bist, zeigt auch so ein bisschen den geistigen Verfall von Batman. Ja, klar. Und da leckt das Spiel wieder. Extrem aber gerade. Ja, weil auch der recht nah heiß ist. Ja. Dann machen wir auch wieder hier ein, zwei Drohnen. Wobei man ja sagen muss, die zählen quasi eigentlich nicht als 100%. Okay. Also es gibt keine Aufgabe, du kriegst ja keine Punkte dafür. Ja. Alles, was Nebenaufgabe und erzählt Rest, da kriegst du ja diese Wayne-Punkte für, wo du dann investieren kannst. Das macht man aber hier aus einem Grund, wenn der Luftraum halt frei ist, dann wirst du informiert, wenn irgendwelche komischen Sachen gesehen werden. Also... Man-Bat. Zum Beispiel... Das ist jetzt lustig, weil jetzt schließen wir halt Man-Bat ab. Ja, auch. Auch nee, noch, dabei. Ja. Das Schlimme ist jetzt, den musst du jetzt gleich erstmal zum GCPD bringen. Ha. Mit dem Batmobil. Deswegen ist das jetzt wieder fraglich, ob wir Pinguin abschließen können. Aber mittlerweile haben wir ihm genug Gegenmittel verabreicht. Er ist komatös. Den packen wir uns jetzt hinten in den Kofferraum. Cash, ich habe Dr. Langstrom erwischt und das Gegenmittel verabreicht. Bereiten Sie eine Isolationszelle vor. Ich bringe ihn rein. Sie auch sehr lustig. Diese Mission kann man im Prinzip nur abschließen, wenn man Poison Ivy schon rausgeholt hat aus der Isolationszelle. Denn okay. Er kriegt jetzt die Zelle von Ivy. Ah. So, und natürlich zeigen sie das nicht, aber in der Zeit, wo du jetzt quasi zurückfährst, mutiert er halt im Kofferraum, wo vormals die Sitze waren, weiß Gott, wo die geblieben sind. Umgeklappt. Corsa-Technik. Corsa-Technik. Mutiert er jetzt quasi zurück zu Dr. Langstrom. Und quasi, wenn du jetzt gleich den Kofferraum aufmachst, dann ist da halt Dr. Langstrom drin. Auch sehr interessant. Ja, klar. Aber ich denke mal, Pinguin schaffen wir trotzdem noch. Vielleicht. Hier haben wir wieder ein paar Drohnen. Über dir ist noch eine mit Dings, die kannst du gut mit... da hinten ist sie. Wo? Da links. Da. Mit dem R1 kannst du die gut runterholen. So, alles klar. Damit haben wir nur noch zwei Drohnen hier auf der Insel. Danach ist die Bedrohungsstufe wieder minimiert. Auf 0. Du fährst heute wieder. Die Warne wie ein Profi. Wie ein Profi. Ein Rennfahrer bin ich. Rennen. Rennen. Geistiger Dünnschiss, ich weiß. So, jetzt passiert besagtes, was ich sagte. Eben haben wir dann noch ein Fledermaus-ähnliches Tierchen reingepackt. Es hat so ein bisschen gequiekt noch. Wie so ein kleines Schweinchen. Ja, und jetzt ist da ein nackter Mann drin. Tada! Abracadabra. Abracadabra.
schwierig. Der hängt da jetzt apathisch in der Zelle halt. Gerade als ich dachte, schon alles gesehen zu haben. Wird er wieder werden? Körperlich, ja. Wo ist Francine? Wo ist sie? Sie ist tot, Kirk. Nein. Alles. Ich habe... Was habe ich getan? Ja, psychisch wird der, glaube ich, nie wieder werden. Sie haben die Kontrolle verloren. Was habe ich getan? Immerhin haben sie ihm eine Hose gegeben. Ja, immerhin. So, mehr werden wir auch von dem nicht mehr hören, als das. So, dafür kriegen wir 3 Verbesserungspunkte, Mission abgeschlossen. Ja, wir schließen im Moment sehr viel ab. Ja, weil wir sehr viel auch so nebenbei gemacht haben. Ja, was heißt nebenbei? Wir haben ja gezielt gemacht, ja, kannst klar. Du schon sagen. Ja, Pick der ist da drin am Singen, Firefly sitzt da auch drin, einsam und verbrannt. Und er denkt sich, ah, ich will den abfackeln. Nein, eigentlich denkt er eher so, Feuer, apropos, warte. Geh mal hinter den Tisch und mach mal Ego-Sicht. Das Bild von Cash auf dem Tisch, das musst du mal eben scannen. Das ist nämlich auch ein Rätsel. Ah. Das hatten wir auch noch nicht. Ne? Und dadurch kriegen wir halt auch wieder eine Story frei, bla bla. Kennen wir ja. Wo komme ich hier raus? Da, bist schon richtig. Ach, da. Ja, da kommst du raus. Noch einmal. Ist jetzt gut. Ich dachte, du wolltest Pinguin noch machen in diesem Mach ich Folge. Auch. Ja, mach ich. Ich hab noch Zeit. Ich hab noch Zeit. So, wir haben mittlerweile 61% der Zellen belegt. Ordentlich was los hier in der Bude. Ich weiß, was die Cops hinter deinem Rücken über dich sagen, Freak. Sie glauben nicht an dich. Sie denken, du verlierst. Na, dafür, dass er verliert, hat er ziemlich viele von euch schon eingebuchtet. Nur so, nebenbei. Ich bin sneaky unterwegs. Ja. So. Dann setz mal den Pinguin wieder erneut fest. Der Pinguin hält Nightwing im Emmertech-Gebäude in Otisburg gefangen. Halte durch, Dick. Ich bin unterwegs. Ist klar. Ja, also wie gesagt, ist teilweise auch sehr lustig, wie eins ins andere übergreift hier, so storytechnisch und nebenmissionsmäßig. Haben so einen guten Flow hinbekommen. Da ist wieder noch eine Drohne hinter dir. Die hat die auch gesehen, die verfolgt dich. Schieß sie eben ab hier, das ist so eine fliegende Flugscheiß-Dingensbums. Da rechts ist sie. Nein. Guck doch aufs Radar. Da. Hier siehst du die nicht. Ich war ein bisschen blind, tut mir leid. Ja, eine Drohne ist noch da, die ist auch gerade auf der Karte. Komm, dann mach die auch einen weg. Ja, siehst du, es passiert so viel Nebenscheiß wieder. Ja, nur wie gesagt, das bringt uns indirekt nichts. Nur, dass keine Panzer mehr rumfahren und so. Ja, doch. Also das bringt dir höchstens Folgendes, dass wieder so ein paar Riddler-Buben mehr rumlaufen, weil im Moment fühlen die sich natürlich dementsprechend unwohl. Ja, wer soll sonst sein, der Heilige Geist? Ich glaube, ich hier noch einen Riddler-Buben gesehen gehabt. Cash, die Drohnen auf Bleak Island sind neutralisiert. So. Gute Arbeit, Batman. Ausgezeichnet. Boah, der muss tot sein. Der muss tot sein. Ohne Scheiß. Er muss! Der Aufprall plus das Elektro-Ding. Tot von oben. Leute, das Ding haben wir eingetragen, sehr schön. Ohne Scheiß, ich habe mich an so einer Mine, habe ich mich schon tot gesucht. Okay. Ist furchtbar gewesen. Das Batmobil hat gerade sehr Traktionsschwierigkeiten. Okay. Hier musst du irgendwo raus. Und wahrscheinlich unten drunter. Oder nee, oder von oben. Kann auch sein. Ich weiß es gerade nicht. Mach mal den Detektivmodus an. Sicherheitshalber. Nee, ist alles gut. Oder auch nicht. Die waren nicht auf der Karte. Ich hab's genau gesehen. Oder war da eine neue Waffentechnik im Spiel? Da ist der Sender, fuck it. Ich würde da weg. Ich glaube, das ist eine neue Waffentechnik. Kann das sein? Mach jetzt nochmal. Du solltest erst den Scharfschützen oben killen. Ficken. Der Fick. Vielleicht war ich auch nur zu schnell fürs Spiel. Ich hab noch Zeit. Ja, ich guck nur grad. Du solltest besser aufpassen, Betsy. Da drin sind 2 von uns.
Ich find's gut, dass Joker so väterlich mit uns redet. Ja, klar. Ich fände es gerade lustig, wenn Joker in Bad Girl gefahren wäre, weil das wäre doppeldeutig, wenn er dann sagen würde, da sind zwei von uns jetzt drin. Nimm erstmal den oben auf dem Dach, das ist der Scharfschütze. Lass die Drohne sein, mach nochmal Detektivmodus an, dann siehst du, wo der Störfreak ist. Nee, da vorne. Dann mach den als nächstes Blatt. Ja, ja, geh hin, da ist keiner mehr. So, damit sind wir dann den auch los. Und sehen endlich den Rest. Ja klar, Batman hat voll den Beobachtungsfetisch. Ja, Batman ist halt einer mit vielen Fetischen. Fledermaus hat keine Chance, an mir vorbeizukommen. Nein, nein, nein! Was, was, was? Ja, da vorne sind doch zwei, die vor der Tür stehen. Die hätten dich jetzt gesehen. Da, die beiden. Da. Nimm erst den rechts. Der kommt gerade so schön um die Ecke. Ja, jetzt nicht mehr. Kann ich keinen Multi-Angstausschalt machen? Dazu müsste sich einer gut positionieren. Kannst du nehmen, den... Der Freak ist wahrscheinlich da draußen und beobachtet uns. Auf sowas steht der. Heute bin ich ein bisschen Batman-like unterwegs. Ja. So, du könntest jetzt hier quasi an Ecken. Oh, scheiße. Dammit. Er ist da hoch. Wir kommen da nicht dran. Jetzt ist er da hoch. Da kommen wir noch weniger dran. Ach, ficken. Detektivmodus. Das wollte ich. Ja, das bringt ja nichts mehr. Das schaltet ja nicht aus. Das elektrisiert nur kurzzeitig. Ich wollte auch Distanz, also hier, wie heißt es? Das ist das andere, das rechts oben. Genau. Das Unterbrecher, ficken. Jetzt wissen sie allerdings, wo du bist. Schade. Wenn jetzt noch einer von den anderen bei ihm in der Nähe stehen würde, wäre das jetzt ultra lustig, weil da würde er die quasi auch mit in die Luft springen. Natürlich gehst du auf den los, der geladene Waffen hat. Ja, nee, Multi kannst du vergessen. Ich weiß nicht, was da passierte. War. Ich habe irgendwie einen Freeze-Schuss abgegeben, aber auch. Ach so, nicht. Du hast wahrscheinlich schnell Freeze-Schuss gemacht. Kann sein. Da das Ding machen, da das Ding hier, der Kasten. Du willst ihn wirklich retten, oder? Du solltest das lassen. Wenn er einfach auf eigene Faust loszieht, hat er es verdient. Er respektiert dich nicht. Bats, hat er nie. Ab da rein. Dann natürlich durch den Boden klettern, damit wir noch tiefer fallen und nochmal durch den Boden und da sind wir schon. Das war ein tiefer Fall nach unten, muss man so sagen. Ja, da ist wohl so, Batman tief gesunken. Ja, ab durch den Tunnel oder den vermeintlichen Tunnel. Das Geschütz solltest du natürlich umgehen. Nee, das musst du mit dem Distanz-Hacking-Gerät, musst du das einmal blind machen. Steuerkreuz rechts. Genau. So, dann geh runter, demontiere es. Durch die Tür kannst du natürlich nicht gehen. Aber wir haben ja schon einen Schacht gefunden, der mehr als bereit ist, uns Gewähr zu leisten, dass wir da durch können. Upa. Und ab durch die durch den Umrad durch wieder. Den Schacht. So, da ist jetzt irgendwo ein Bodengitter garantiert.
Wir lassen dich noch ein kleines bisschen. Ah, genau, hinter dem Gemälde musst du, also hier quasi den Gang weiter. Hier kannst du raus. Und dann kannst du Nightwing kannst du befreien. Nightwing retten. Der Boss will ihn leben. Aber sein Gesicht. Batman hat eine merkwürdige, Einstellung in puncto retten. Oh, pass auf, der Dicke, der hat Eisen-Elektrohände. Mach doppelt ausschalten. Hier, dieses, genau, mach das bei den Dicken. So kriegst du die am leichtesten weg und ja. Die Dicken sind halt die, die dir im Moment am meisten auf den Sack gehen werden. Also der nächste Dicke steht da schon vor dir quasi und der hat wehgetan. Der auch. Der schmerzhaft. So, jetzt hast du noch zwar ein paar nervige dabei, aber im Großen und Ganzen kontern. Schade. Hättest du was zurückgeschmissen. Hättest du im Stuhl an die Bühne geschmissen oder so. Okay, das war schwierig. Whatever da passiert ist. Mein Stuhl! Oh, der ist tot. Der muss tot sein. Wie die Knochen hier brechen. Ja. Nee. Ich sag ja, das Kommando ist hier so ein bisschen in der Massenschlägerei, kannst du das so halb vergessen. So halb aber nur, ne? Ja, ja. Man muss ja auch mal sagen. Du kannst die auch gut platzieren, die Gegner, dann funktioniert das. Das war sehr nice. Dann, was hast du dir dabei gedacht, allein herzukommen? Ein Danke fürs Aufführen wäre schon nett. Schau kurz rechts. Du kannst froh sein, wir haben alle Depots. Der Pinguin ist erledigt. Wir müssen ihn immer noch finden. Schätze mal, der ist abgehauen. Hey, irgendwas sagt mir, dass der Pinguin gleich hier in der Nähe ist. Ja. Am besten im Tresor. Nein. Aber er ist schon da. Weil das ist ja das Letzte. Danach ja, ist die Mission ja vorbei. Ist das nicht gemütlich? Ja. Auf den hier solltest du aufpassen, Batman. Er ist ein bisschen zu leichtsinnig. Komm näher und ich zeig dir den Inhalt seines Schädels. Hey, Oz. Weißt du noch die fliegenden Graysons? Flying wer? Was faselst du? Die fliegenden Graysons, die besten Akrobaten der Welt. Halt die Klappe, du Tunte. Wann immer sie im Zirkus auftraten, brachten sie die Luft zum Vibrieren. Schnauze, sag ich. Sie hatten ein besonderes Kunststück, das hat einen Atem geraubt. Der nächste Atemzug wird dein letzter sein, Junge. Sag also schon mal Lebewohl. Hörst du das, Batman? Du wirst dir wünschen, dich nie mit mir angelegt zu haben. Niemand bestiehlt den Pinguin. Niemand. Du hast mich einmal zu oft bestohlen. Nee, der wird nicht auf dich ziehen. Dir ja das Gelaber, Batman. Ich kann nichts machen. Vielleicht denkt er, doppeltes Team ausschalten. In die Nüsse. Der... Powerbomb, Wrestler. Da ist wohl jemand angepisst. Mein Gott, töte mich lieber, Batman. Sonst bringe ich dich um. Ich werde... Halt die Schnauze. Weißt du, genau das wollte ich gerade vorschlagen. Jetzt kommt der Teil, wo du mich abmahnst. Ich bin stolz auf dich. Oh mein Gott, schlimmer als gedacht. Ist alles okay? Siehst du? Das ist das Ende. Wir sehen uns nie wieder. Sag sowas nicht. Das hält dich nicht auf. Nichts hält dich auf. Beschütze Bloodhaven. Versprich mir. Schon okay, Bruce. Ich versteh's. Du willst bloß nicht, dass ich hier bleibe und dir die Show stehle. Dick. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich weiß. Auch hier wieder so ein bisschen, auch schon mit dem Hintergedanken wegen des Joker-Bluts und blablabla, ne? Dick weiß auch noch nichts davon, ne? Nee, ich glaube, der weiß da noch nichts von, dass Bruce quasi infiziert ist mit Joker-Blut und quasi nach und nach zum Joker wird.
So, dann bringen wir den jetzt noch nach Hause in den Knast. Allmählich wird es gemütlich im Knast. Sprich, die füllen sich gut. Schön kuschelig. Er übergibt sich. Wo bin ich? Nein, nein. Haben wir schon, oder nicht? Das haben wir drin schon. Lass. Das ist schon auf der Karte. Wenn du jemals rauskommst. Ohne deine kleinen Helfer bist du ein Nichts. Ich hätte dich fast gehabt, nicht wahr? Was ist denn los? Hast du Angst? Du hast die Wahl, Cobblepot. GCPD oder Leichenschauhaus. Leere Drohnen, Batman. Jeder weiß, dass du nie tötest. Naja, außer in Batman vs. Superman. Ich bin mir sicher, dass du dich morgen besser fühlst. Eine geruhsame Nacht kann Wunder bringen. Und wieder eine Nebenmission abgeschlossen. Bewegung, Cobblepot. Immer mit der Ruhe, ich komme. Ich glaube, meine Katze hat was sehr Geiles hingekriegt. Ja. Der Karton? Ich glaube, sie ist drin. Ich höre die ganze Zeit aus der Ecke so Geräusche. Das ist Treue. Du musst stolz sein. Ja. Und da haben wir Nummer 3 da drin. Nicht glücklich, wenn du deine Nase nicht in meine Geschäfte stecken kannst, was? Du hast mich dieses Mal gestoppt, aber ich bin bald wieder draußen. Wartest du ab? Ja, rede du ruhig weiter mit den dreien. Herz. Unter dieser mickrigen, fetten, diebischen Schale steckt ein traubiger kleiner Teddy, der nur raus will. Ja, dann sagen wir an dieser Stelle, see you guys, und seht das nächste Mal, wie es wohl weitergeht in Batman Arkham Knight. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen, lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.